Homochrom, so richtig zufrieden. Eigentlich schon vor vielen Jahren, als ich noch jung war und durch die Kneipen gegangen bin und Flyer verteilt habe und in Krefeld irgendwelche Leute, die nur Homo gelesen haben, unbedingt die Flyer zerreißen mussten. Und ich wollte irgendwas, oder ich möchte gerne irgendwas, was inklusiver ist. Deswegen habe ich einen neuen Namen besorgt. Ob der überhaupt jemals zum Tragen kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde für nächstes Jahr nochmal Gelder beantragen. Ich glaube allerdings nicht, dass das Land NRW sagen wird, oh ja klar, super, 2019 unbedingt müssen wir wieder fördern. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Förderer das wirklich einsehen, was das Filmfest Homochrom für die Region und auch überregional ist. Hello to the guests from London. Are there any guests from Turkey? Ja, hi there. Also, es sind sogar internationale Gäste da und nicht nur die für die Filme. Einfach weil dieser Film so spannend ist, den ihr gleich sehen werdet. Aber also ich weiß halt nicht, ob es überhaupt noch mal ein nächstes Festival geben wird. Ich werde Gelder beantragen. Schauen wir mal, was passiert. Allerdings ist es so, dass ich mich die ganze Zeit frage, ist Köln überhaupt die Homo-Hochburg in Deutschland? Wenn ich mir so angucke, es gab Gay Games in der Stadt und die Stadt hatte eine tolle Möglichkeit, mit bisschen Geld, ich weiß nicht, was die wirklich wollten, aber die Stadt hat denen verweigert, von Anfang an Geld zu geben. Die Gay Games haben stattgefunden, sie waren nicht ganz so erfolgreich. Hinterher hatte die Stadt Köln ein bisschen Geld, um die vor dem Konkurs zu retten. Warum hat die Stadt das nicht vorher gemacht? Ich habe eine Antwort und die heißt The Lavender Scare, ein Film im Programm, der sich allerdings auf die USA bezieht. Allerdings glaube ich auch, dass die Stadtverwaltung hier in Köln ziemlich homophob ist. Na, das Logo erkläre ich euch gleich, wenn das Logo wieder da ist. Ja, ihr habt eine Oberbürgermeisterin, die sich auf Homo-Stimmen hat wählen lassen, die Wahlversprechen gemacht hat, zum Beispiel die LST-Stelle, glaube ich, soweit ich informiert bin, ich bin kein Kölner, ich weiß es nur so von nebenher, aber die LST-Stelle zum Beispiel in der Stadt sollte zur Bürgermeisterin wechseln. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. Und diese Oberbürgermeisterin, wo ist sie? Habt ihr sie außer zum CSD schon mal gesehen? Eine andere Sache ist immer noch nicht da. Aber ihr kennt ja die grafische Gestaltung. Ich habe das alles selber gemacht, dachte ich mir, möglichst einfach. Homo-Flagge, den Homochromstern, der uns seit 9 Jahren begleitet. Und naja, ein Herzchen, so zum Kontrast für den Stern. Das Presseamt hat mich gefragt, aber ich glaube, das fragen sie wirklich alle, was denn dieses Herzchen bedeuten soll, ob da noch eine versteckte Botschaft drin ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das hätten sie nicht nur Homochrom gefragt, sondern auch andere, weil ja nicht nur die Homos Herzen pervertieren können. Ja, und ich weiß nicht, der CSD, wo ist da die Stadt Köln mit dem Logo auf der Webseite vertreten? Die AIDS-Hilfe Köln möchte ganz gerne aufstocken, weil die Kölner ihr euch testen lassen möchtet. Die AIDS-Hilfe entlastet auch das Gesundheitsamt. Dennoch müssen sie immer wieder um Geld betteln. Letztes Jahr hat die Stadt Köln einen LST-Plan auf den Weg gebracht, hat dazu eingeladen, man wollte mal herausfinden, wie denn die Stimmung hier in Köln ist, was denn hier überhaupt so stattfindet und was der Bedarf ist. Dabei habt ihr fast 40 Jahre CSD-Geschichte. In 40 Jahren hat man das nicht rausgefunden. Als der LST-Plan ausgearbeitet werden sollte, durften das wieder Szeneakteure machen. Kostenlos. Ich habe vor ein paar Wochen die LST-Stelle mal angefragt. Wie gesagt, also die LST-Stelle ist gerade ein bisschen unterbesetzt, weil sie auch von der Oberbürgermeisterin nicht so wirklich eingegliedert wird, wie sie sollte.
Ich habe die LSD-Stelle mal gefragt, wie viel gibt denn die Stadt für queere, schwule, lesbische, transidente Projekte aus? Weiß man nicht. Ein Jahr nachdem die den LST-Plan auf den Weg bringen wollten. Ich glaube, eure Stadt hat keinen Plan, was sie machen kann. Und ich glaube, es ist nicht viel, was sie machen braucht. Allerdings müsste da ein bisschen Geld dabei sein. Und auch bei dem LST-Plan redet man noch nicht über Geld. An anderen Stellen, wie zum Beispiel einer Oper, die nach 60 Jahren saniert werden soll, ja okay, muss irgendwann mal gemacht werden, auch mit den neuen Gesetzen, kostet 250 Millionen, na gut. Und dann wird da gefuscht und gefuscht und gefuscht, das kennt ihr ja auch schon von anderen Baustellen in der Stadt. Plötzlich kostet das nochmal 300 Millionen mehr. Aber um für LSD-Projekte jedes Jahr 1 Million mehr zur Verfügung zu stellen, da hat eure Oberbürgermeisterin, die sich von Homo-Stimmen hat wählen lassen, die ihren Homo-Berater ein Pöstchen zuschachern wollte, ich glaube, das hat ja irgendwie nicht so geklappt, die hat sich nicht hingestellt, ich bin die Bürgermeisterin von der Homo-Hochburg am Rhein und ich will, dass hier wirklich was stattfindet, deswegen gebe ich 1 Million mehr. Nee, ich gebe lieber 300 Millionen, dafür ist er nicht verantwortlich. Aber, naja, sie könnte halt auch für LSD-Projekte ein bisschen Geld locker machen, aber nein, die organisieren sich ja schon selber, die arbeiten ja alle kostenlos, da brauchen wir eh nichts machen. Und, naja, wenn die anderen mitkriegen, dass das auch wirklich Homo ist, dann kommen ja vielleicht noch mehr. Stellt euch vor, der CSD wird noch größer als der Karneval. Meine Güte, nee. Von daher mit dieser Stimmung in der Stadt weiß ich gar nicht, was soll ich hier eigentlich? Mein anderes Problem ist, auf noch höherer Ebene, nämlich auf Bundesebene, wurden vor 2 Jahren Gelder für die queeren Filmfestivals in Deutschland bereitgestellt. Ich hatte vor über 2 Jahren, fast 2,5 Jahren, ein Gespräch mit der grünen Politikerin Ulle Schaus. Die hat das dann in den Bundestag eingebracht und mit der SPD zusammen haben sie 230.000 Euro ab 2017 bereitgestellt. Die Beauftragte für Kultur und Medien, die BKM, das ist so die, ich sage mal, rechte Hand von Merkel, die hat sich Zeit gelassen, im Februar 2018 haben wir dann endlich den Antrag gestellt. Der sollte in 1 Monat bewilligt werden. Nach 4 Monaten wusste man, der Antrag ist gar nicht beförderungswillig. Naja, jetzt warten wir schon seit 2 Jahren auf Bundesgelder. Naja, warten wir mal, ob das überhaupt noch passiert. Aber ich glaube, ihr solltet auch mal was tun. Es ist eure Stadt. Möchtet ihr, dass irgendwas stattfindet, dann müsstet ihr euch, glaube ich, auch ein bisschen dafür einsetzen. Das kann ich nicht alles aus Dortmund machen. Fragt doch mal nach, wie viel die Stadt wirklich ausgibt. Da könnt ihr einen Antrag stellen. Was ihr fürs Filmfestival Homochrom tun könnt, ist zum Beispiel Spenden. Da vorne steht so eine kleine Spendenbox. Da oben, na okay, das klappt jetzt glaube ich nicht mit dem QR-Code. Aber wenn ihr auf die Webseite geht, es gibt Möglichkeiten an Homochrom zu spenden. Ich habe mich eigentlich darauf eingerichtet, dass es jetzt nicht so viel sein wird wie normale Eintritte. Aber ich habe ja noch ein Sicherheitsnetz mit Hartz IV und eigentlich freue ich mich schon ein bisschen auf Hartz IV, weil ich dann endlich an meinen beiden Romanen weiterschreiben kann. Aber eigentlich finde ich, dass Köln ein queeres Filmfestival gebrauchen kann. Das liegt jetzt aber nicht nur bei mir, weil ich kann nicht immer alles alleine machen. Das, was ihr alles seht, das ganze Festival habe ich fast alleine gemacht. Ich danke den Leuten, die übersetzt haben. Einige von den Untertiteln wurden von einigen Damen übersetzt. Vielen Dank dafür.
Ich danke den Leuten, die beim Einlass helfen werden. Ich weiß noch nicht, wie wir uns da richtig organisieren. Das ist alles sehr kurzfristig dieses Jahr. Und ich danke meinen Kollegen von den anderen Queer-Film-Festivals, Queerscope, von denen wir auch einige Untertitel bekommen werden. Wir tauschen uns eigentlich jedes Jahr aus. Von daher ist das nicht unbedingt was Neues. Aber ich bin da sehr dankbar für, weil ich das nicht alles alleine machen könnte. Und deswegen danke ich nicht nur den drei Förderern, Filmstiftung Stadt Dortmund und Stadt Köln, sondern auch unseren anderen Partnern, nämlich der LAG Lesben NRW, dem Schwulen Netzwerk NRW, der Arkus Stiftung, das muss ich selber nochmal gucken, Anders und Gleich, genau, die Kampagne Anders und Gleich, nur Respekt wirkt, Rainbow Choices, der Fresh und wie gesagt Queerscope. Ich weiß, dass das Programm dieses Jahr ein bisschen schwerer ist. Das habt ihr vielleicht schon durch den Fokus mitgekriegt. Die Narben und Wunden der Ablehnung. Ja, das ist auch ein Thema, nicht nur durch das Land NRW mit deren Absage. Das ist aber auch etwas, was ich gar nicht wirklich kontrolliere. Das ist wie der Sportfokus vor 3 Jahren oder so. Manchmal sind einfach Filme mit bestimmten Thematiken vorrangig in dem Jahr da. Und in diesem Jahr sind es viele Aufarbeitungen von historischen Begebenheiten. Wie gesagt, The Lavender Scare handelt von der Entlassung vieler US-Angestellter im Staatsdienst in den 40ern, 50ern. Entspricht also ähnlich auch dem Nachkriegsdeutschland, finde ich zumindest. Hab da jetzt aber keine Ahnung, da gibt es leider nicht so viel Dokumentation drüber. Andere Aufarbeitungen wie Man in an Orange Shirt von der BBC, wo es auch um Nachkriegsbritannien geht, guckt in den Fokus rein, da sind mehrere Themen abgedeckt, die Ablehnung, Verwundung und so weiter thematisieren. Wie gesagt, nicht ausgesucht, aber